So, ich grüße euch total recht herzlich. Ich bin dabei. Zwei Tage. Dann kommt die DVD, Blu-ray, Special Edition und normal. Ja, erscheint. Gerade soeben noch mit Amazon gesprochen. Amazon sagt, nö, am 28.04. pünktlich wird es ausgeliefert. Also erscheint es. So, jetzt zu allen Fans, die Star Wars so sehr lieben, dass sie die Star Wars regelrecht auswendig kennen. Beruflich involviert. Beruflich involviert bedeutet, dass man natürlich kein Fan ist. Ja? So, man stellt, also unser eins stellt sich das jetzt hier nicht hin, weil man Spaß hat. Mittlerweile hat man Spaß dran. Das ist so seit 1977 im Spielwarenbereich. Ja, ne? Man läuft ja auch selber rum. Die Einheiten sind schon gekommen. Die Sendung steht, sobald die DVD geordert hier liegt, vor uns liegt und wir die auch zeigen können, dann beginnt die Sendung. Ja, also wie gesagt, Kylo Ren soll ja da sprechen. Ihr seid beim Sammelfiguren und TV. Wir werden über Sammelfiguren sprechen. Nun, wir werden jetzt keine Sammelfiguren demonstrativ vorstellen, ob sie gut sind, schlecht sind, ob man damit was machen kann oder nicht machen kann. Hier die Hand kann man bewegen oder so. Wir werden sie nicht auseinandernehmen und darüber sprechen. Wir werden jetzt auch nicht sagen, ist in Ordnung oder sollte man, oder wir werden auch keine Verkaufssache machen. Ja, mal schauen. So. Mal sehen. Wird also Sammelfiguren TV wird erscheinen. Ja, aber um jetzt mit Star Wars, also wie gesagt, Disney. Die Firma Disney hat demonstrativ gesagt, am 3.4.2016, Star Wars ist in ihren Augen so diabolisch gut angelaufen, dass sie der Meinung sind, wir werden 10 Filme bringen. 10 Filme und Merchandising und. Also 10 Jahre wird das jetzt so sein. Das heißt also im Jahre 2025 ist dann vorab erstmal diese Idee zu Ende. Kann auch 2026 sein. Dann sind erstmal diese 10 Jahre, diese 10 Filme, die Spin-Offs und die Trilogie mit dem Erwachen der Macht. Dann 8, dann 9, Rogue One jetzt dazwischen. Han Solo soll kommen, Boba Fett soll kommen als externe Geschichte. Walt Disney ist wirklich der Meinung, dass so viele Figuren dort im Universum, Star Wars Universum, dass man die alle einzeln vorstellen könnte. So ist Disney. Also, lassen wir uns überraschen. Beruflich involviert machen wir mit, weil uns gefallen die Figuren, uns gefällt der Film. Jetzt punkto, Beruf. Also wenn man selber Filme macht, weiß man, welche Arbeit in solchen Filmen steckt, welche Zielgruppe und so weiter. Also meine lieben Freunde, so einfach ist ein Film nicht. Ihr mäkelt, ihr sprecht, euch gefällt dieses, jenes nicht. So einfach ist das alles nicht. Für einen Fan ist das einfach. Ein Fan ist ein Fan und dann ist das okay. Aber die, die das herstellen, die haben natürlich andere Sichtweisen. Erstmal wollen sie das verkaufen. Zweitens haben sie die Zielgruppe. Und drittens muss das stimmen. Die Einnahmen müssen gedeckt werden, die Ausgaben müssen gedeckt werden. Das muss alles stimmen. Und wenn das alles nicht stimmt, dann bricht das irgendwann mal zusammen. Viele haben ja jetzt auch festgestellt, dass Spielfiguren, also Figuren, an die man sich gewöhnt hat, in den ganzen langen Jahren plötzlich brutal sterben. Naja, so ist es nun mal. Manche Figuren müssen halt verschwinden. Ob er hier verschwindet, weiß ich nicht. Aber jedenfalls bei 8 und 9 soll er noch zugegen sein. Der Kylo. Ja. Nach neuesten Richtlinien soll Kylo ein Doppelagent sein, der von Luke Skywalker beauftragt worden war, um Snoke zu vernichten. Snoke ist ja die neue Figur, wo auch noch keiner so genau weiß, wer ist überhaupt Snoke. Aber Snoke könnte Ezra sein, könnte auch jemand anders sein. Aber jedenfalls funktioniert die Geschichte. Also Disney, J.J. Abrams etc. Es ist durch, also Daily News hat nachgefragt, eine amerikanische Zeitung hat nachgefragt und die haben es auch veröffentlicht. Wir haben nachgefragt, ja, es wurde so gesagt, also J.J. Abrams und so weiter, die Dramaturgen,
sind dann am Arbeiten, dass, wie gesagt, Kylo, ein Doppelagent, dass er sich hat eingeschleust und Han Solo, sein Vater, war halt ein Opfer. Ah, ich weiß, Schrägstrich, Harry Potter, etc. ist er auch, Dumbledore und so weiter und so fort. Ey, Film. Meine lieben Freunde, Film besteht aus einer Story. Und wo holt man die her? Wenn man sich die ganzen Filme anschaut, Ben Hur aus dem Film war Podracing. Die Geschichte der unbefleckten Empfängnis war ja fast schon Jesus Christus. Ne? So ungefähr so irgendwie spirituell, religiös. Star Wars ist an sich alles. Ne? Star Wars ist an sich ein ganz eigener Kosmos, aber der irgendwie in der Dramaturgie zusammengestrickt worden ist. Ja. Das war die letzte Ankündigung. Demnächst geht es richtig los. Es ist nicht mehr, es dauert nicht mehr lange. Die 2 Tage schaffen wir auch noch. Und so, ja, dann geht's los. Das war jetzt hier nochmal. Ne? Ihr seid immer noch bei Sammelfiguren und Theater. Figuren werden weiterhin vorgestellt. Aber Unpacking und andere Sachen machen wir jetzt hier nicht. Wir testen jetzt auch keine Figur, ob die uns gefällt oder nicht. Das ist Geschmackssache. Ihr entscheidet sowieso, welche Figur ihr gerne haben möchtet, welche Figur in eurem Regal stehen wird. Ob man so eine jetzt hier von Walt Disney stocksteif da rumsteht, sich kaum bewegen lässt, ist ziemlich schwer. Das ist ziemlich schwer. Hier, kriegst du kaum auf. Ne? Also das müsst ihr entscheiden. Aber als wunderschöne Dekoware hier auch in unserem extra Sammelfiguren-Shop. Noch einmal, wir haben alle Figuren eingekauft, die ihren Preis haben, um diese Sendung machen zu können. Wir haben mit vielen Firmen gesprochen, aber die Firmen sind nicht einsichtig für diese Filmserie, für diese Sendung irgendwas bereitzustellen. Ist also nicht immer so einfach. Viele wollen alles so wunderbar klappt, ist von den Herstellern dann persönlich. Ja? Die stellen den persönlich her und die möchten euch auch diese Figuren dann verkaufen. Ja? Wir nicht. Wenn einer diese Figur haben möchte und kauft, na gut, schweren Herzens geht die dann über den Ladentisch, weil meistens bekommen wir die nicht zurück zu dem Preis, wie wir sie am Anfang erworben haben. Wurde heute auch mal wieder nachgesehen, stimmt. Wir haben einige Figuren verkauft, die wir so zu dem Preis nicht wiederbekommen. Und deswegen ist das immer so eine Sache. Wir wollen eine schöne Sendung machen, eine schöne Verkaufssendung? Nein, eine schöne Sendung. Wir wollen nichts verkaufen. Sondern vielleicht anregen, dass ihr kauft. Wo ihr das dann kauft, wisst ihr ja Bescheid. Viele bieten ja auch schon an und fragen, was kann man denn für die Figur nehmen? Können wir auch nicht sagen, weil, wenn wir ehrlich sind, die Figur hat keinen Wert. Diesen Wert entscheidet ihr. Wenn ihr sagt, diese Figur will ich jetzt haben, komm, gib die her, 100 Euro. In dem Moment hat diese Figur dann 100 Euro. Ja. Na, ja, die nicht, ist klar. Ja, das war's. Die letzte Ankündigung für die Sammelfiguren. Sammelfigurenunternehmen, Sammelfiguren-Shop, Sammelfiguren und Theater. Wir werden alles Mögliche machen. Wir haben jetzt 10 Jahre Zeit. 10 Jahre Zeit, wir können Filme auseinandernehmen, Filmfiguren auseinandernehmen. Wir können uns daran begeistern oder auch nicht. Ich bin ja gespannt, wer von euch mit 67 oder 77 den letzten Videoclip sich dann anschaut. Ja. Wenn Walt Disney 10 Jahre macht, ist man so alt, ne? Und tschüss.